Hi, hallo Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Ich habe jetzt mal die Location ein bisschen verändert, beziehungsweise sitze ich jetzt woanders, weil das mit dem Licht heute echt schwierig ist. Und ich habe die Kritik bekommen, ich hätte das eine Mal zu oft in dieses Display geguckt. Ja, das fand ich auch beim Schneiden, ist mir das aufgefallen. Es ist manchmal gar nicht so einfach, weil man ja schon sehen möchte, was filmt man da eigentlich, ne? Ich war mit meiner Familie am Strand unterwegs und wir haben den ganzen Tag am Strand verbracht. Und ich dachte mir auf dem Weg dahin, hey, besorg dir doch mal eine Wohnzeitschrift und ja, ich war irgendwie überrascht, denn ich habe etwas gefunden, das nannte sich Martha Stewart Living. Martha Stewart ist eine Journalistin aus den USA, die eben bekannt ist für so Living, Lifestyle. Hier steht zum Beispiel, der Welterfolg jetzt auch bei uns wohnen, kochen, dekorieren. Das Ganze sieht so aus, kostet 3,90 Euro und kommt wohl drei oder viermal im Jahr nur raus. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, nimm einfach mal mit, ne, Martha Stewart Living. Ich fand das Cover schon so schön und mich hat das einfach angesprochen. Und ich wusste, meine Mama mag auch Wohnzeitschriften, aber ja, ich habe geblättert und ich will jetzt nicht wirklich zeigen, also ich weiß auch gar nicht, ob man das darf, jetzt hier einfach den Inhalt zu zeigen, deswegen tue ich es nicht. Wenn ihr die Chance habt, irgendwo an einem Kiosk zu sein und ihr habt da die Martha Stewart Living Deutschland, dann schaut da unbedingt mal rein. Es lohnt sich nämlich, denn da sind so viele einfache Dinge mit dran. Es ist zwischen exklusiv und wirklich einfach umsetzbar. So viel dabei, genau das Richtige für mich. Ich habe viele Inspirationen dadurch bekommen und ich habe die Idee bekommen, das war so ein Magazin, kennt ihr das, wenn ihr irgendwo was seht, wie bei YouTubern zum Beispiel, wo man dann das gehört haben muss. Ich muss dieses Teil, dieses bei Cosmetic-Gurus, diese Beauty-Sache unbedingt haben, weil es mich total anspricht und wow, das wäre genau mein Ding. So ist es in dieser Zeitschrift und es hat mich auf eine neue Idee gebracht. Wie findet ihr denn die Idee, dass ich, weil ich lese viele Wohnzeitschriften, ich finde das einfach toll, ich liebe das abends auf dem Sofa zu liegen, Wohnzeitschriften zu blättern und ja, Inspiration zu erhalten. Was haltet ihr von der Idee, dass ich einfach mal so, die Sachen sehen ja immer ganz toll aus in den Wohnzeitschriften, was haltet ihr davon, wenn ich mal einmal im Monat mir die Wohnzeitschriften so durchblätter und mir aus jeder Zeitschrift, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben oder das finde ich cool, dass ich diese Sachen da mal live in einem Video zeige. Wie sehen die dann wirklich aus? Wisst ihr, wie ich meine? Weil in Zeitschriften sieht das immer alles ganz toll aus. Und das war auch so mein Ziel, euch hier zu Hause bei mir zu zeigen, wie sehen die Dinge dann in einer ganz normalen Wohnung aus, die nicht von Experten eingerichtet wurde, die nicht extra für ein Foto gestellt wurde, die Szene, damit das Produkt gut aussieht, sondern Zeitschrift, Basti, gefällt mir, ich versuche die Sachen zu organisieren und zeige sie euch live in dem Video, wie es aussieht. Was haltet ihr von der Idee? Wenn ihr die Idee gut findet, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch. Das nehmen wir dann als Abstimmung quasi. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn euch die Idee ebenfalls gefällt. Mir gefällt sie sehr gut und ich würde es sehr, sehr gerne machen. Das ist so, ja, ein absoluter Gewinn für mich, diese Zeitschrift. Ich werde sie mir jedes Mal holen. Ich liebe sie. Es sind tolle, einfache Rezepte dabei, wo ich auch mal was ausprobieren werde. Also mein nächster Rezeptcheck wird definitiv ein Rezept aus dieser Zeitschrift sein. Ich freue mich drauf. Ich möchte gerne von euch wissen, kennt ihr dieses Magazin schon? Wenn ja, dann schreibt mir doch mal einen Kommentar, wie ihr das findet. Würde mich echt interessieren. Ich habe jetzt nochmal so einen kleinen Mini-DM-Haushaltsroll. Ich hatte ja schon eingedreht und irgendwie war ich heute nochmal da, weil ich bin momentan in der Wohnung zugange und miste ganz viel aus. Und das wird man auch erkennen und ich räume ganz viel um, beziehungsweise muss ich einfach mal Frühjahrsputz machen im Sommer. Und das habe ich vor und deswegen habe ich mir so ein bisschen was geholt. Unter anderem habe ich mir im DM diese Profissimo, diesen Teleskopstiel geholt, den man dann eben hier austrägt, ne? Da kann man das ganz breit machen oder eben wieder so zusammen, ne? Und dazu, weil ich habe überall Holzböden, habe ich mir jetzt einfach mal so ein Mikrofaser-Wischset geholt. Ne, das schraubt man dann da drauf, dann hat man das hier, ich finde das irgendwie gut mit diesen Wischmappen. Ich habe mir dann hier noch einen zweiten dazu geholt, die nimmt man dann einfach ab, schmeißt in die Waschmaschine, perfekt. Hat man mir empfohlen, soll man unbedingt machen, sei sehr, sehr gut und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass es wesentlich einfacher ist. Ich habe sonst immer diese feuchten Bodenwischtücher genommen. Weil ich einfach denke, das geht, es ist einfach schneller für mich. Aber man hat mir gesagt, nee, mach das mal nicht. Versuch doch mal, diese Wischmöppe zu nehmen. Die seien sehr, sehr gut. Also will ich das jetzt mal ausprobieren und ich hoffe, dass mir das gefällt. Dann habe ich mir, ja, ist jetzt wunderbar spektakulär. Deswegen bin ich froh, dass der Heul nicht das komplette Thema des Videos ist. Zugbandmüllbeutel in Gelb.
Weil ich finde es hier irgendwie in Lübeck total blöd, gelbe Säcke zu bekommen. Muss man irgendwo zu irgendeinem Amt gehen oder an irgendeiner Kasse liegen die aus und dann sind die meistens weg. Und da habe ich einfach keine Lust drauf. Und dann habe ich mir noch einmal Recycling Schwerlast Abfallsäcke für Haus- und Gartenabfälle mit Zugband. Recycling Schwerlast Abfallsäcke. Habe ich geholt, diese schwarzen Säcke, um einfach mal, ich glaube, ich bin so viel unterwegs und es sammelt sich so viel an und ich möchte einfach mal alles aussortieren und mich einfach frei machen von so vielen, was einfach sein muss. Naja, und dann wisst ihr, ich bin Heimscheißer und feuchtes Toilettenpapier. Das musste jetzt einfach sein, deswegen habe ich mir nochmal Neues geholt. Ja, wie gesagt, Martha Stewart hat sich übrigens mal negativ über Blogger geäußert. Wer seien sie denn schon? Und sie hätten ja nichts studiert und hast sie nicht gesehen. Das hat mich nicht davon abgebracht, mir dieses Magazin zu holen. Das kommt, glaube ich, raus im, wie heißt der Verlag? Hier in Deutschland. Steht hier doch irgendwo drin, oder? Genau. Verlag und Sitz der Redaktion Klamt Trend Verlag GmbH und Co. KG in Hamburg am Gänsemarkt. Da könnte ich hier eigentlich mal Hallo sagen und sagen, hier bin ich. Ich finde euer Magazin toll. Vielleicht darf ich dann sogar mal einen Auszug davon zeigen. Also, ja, denkt dran, Daumen hoch, wenn dir die Idee gefällt. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare, wünsche euch einen ganz tollen Wochenstart und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Ciao, ciao, euer Bastian. Ciao. Ich habe heute endlich nach langer Zeit wieder ein Einrichtungsprojekt und zwar freue ich mich tierisch, gemeinsam mit eBay euch dieses Einrichtungsprojekt zu präsentieren quasi. Ich habe mir überlegt, dass ich mein Wohnzimmer, also die Ecke, in der ich immer für euch drehe, einfach mal ein bisschen umgestalte. Ich habe